Hi, Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und heute habe ich hier Heritage American Whisky. 40%. Die Flasche sieht aus wie ein Fass. Und jetzt wird's schwierig. Wo kommt das Zeug her? Eindeutig kommt es aus Tennessee. Das ist Tennessee Whisky. Ich kippe hier mal ein. Und das ist auch 7 Jahre alt. Kostet 68 €. Einmal habe ich sogar für 59 online gefunden. Und das war's. Das war's. Nichts anderes zu finden. Bei vic.de nichts zu finden. Bei mastersofmalt.de nichts zu finden. Oder komm, bei einer holländischen Seite, der Trankgigant oder Drank mit DR, steht dann da auf Niederländisch. Nicht nur, dass es einen hohen Maisanteil hat, sondern sogar 99% Mais wäre. Habe ich noch nie einen 99%. Ich habe 95% Mais. Und mehr finde ich nichts. Nichts darüber. Da es aus Tennessee kommt, wurde es dieses sogenannten Jefferson County-Verfahren unterzogen. Da wird Ahornholz verbrannt, Kohle entsteht, das wird da durchgesickert. Und damit wird es filtriert, damit es weich ist. Und das war's. Also, es ist echt wahnsinnig. Ich habe hier Drinks by the Dram, was ich von Masters of Malt gekauft habe. Dieses Sample hier. Und auch die haben null Informationen. Keine Bewertungen da drin, gar nichts. Und ich probiere das mal. Zuerst schauen wir mal, was meine Nase sagt. Eindeutig für mich Richtung Tennessee, also Jack Daniels. Ich habe gerade eben jetzt hier mir eine Jack Daniels hier gegönnt. Ich glaube, das ist meine erste Flasche Jack Daniels jemals in meinem Leben, was ich gekauft habe. Denn ich würde gerne probieren, denn 43 verglichen mit den 40%, ob da ein Unterschied ist. Und dafür war Amazon Prime im Angebot. Ich glaube, ich habe 14 € dafür bezahlt. Und zum 150. Jubiläum, warum nicht? Ja, da dieses Video wahrscheinlich nicht ganz so lang sein wird, weil ich nicht so viel zu erzählen habe, vielleicht vergleiche ich den damit. Jo, mache ich mal, warum nicht? Also erst einmal für Jack Daniels, 150 Jahre alt, 53%. Tennessee Whiskey. Und deshalb könnte es einen Vergleich geben. Allerdings ist das Zeug hier niemals im Leben 7 Jahre alt. Das ist viel, viel. Oh ja, ich habe vergessen. Einen Moment. Das Zeug war echt kompliziert auszupacken. Dieses Zusatzteil fand ich irgendwie merkwürdig. Aber Gold ist natürlich hier die Farbe von Gewinnern und so weiter. So, lass uns mal unser Video vergleichen. Jack Daniels. Heritage American Whiskey. Ein Hauch mehr Süße dabei. Könnte auch sein, dass das ein Tick wärmer ist. Und auch ein Tick länger im Glas war. Von der Farbe allerdings, vielleicht könnt ihr das auch sehen, ist der Jack Daniels tatsächlich dunkler als das hier von den Heritage American Whiskey, was mich echt wundert, denn das soll 7 Jahre im Fass gewesen sein und der normale JD ist, glaube ich, hier? Das weiß ich nicht mehr. Mann, ich lasse hier schon nach. Steht natürlich hier nicht drauf, aber naja, gut. Flasche eckig. Flasche rund. So, eigentlich sollte ich das hier drüben hin tun. So, erstmal Heritage American Whiskey hätte ich nie gekauft. Ja, also auch wenn ich schaue, dass irgendeine Flasche dann 70 € beinahe kosten oder 60 € kosten sollte und nur mit der Beschreibung 7 Jahre alte Tennessee Whiskey, hoher Maisanteil. Ja, aber ich habe einfach meine Liste von Masters of Malt abgearbeitet. Ich habe alle verschiedenen Sachen dann einfach mal Samples, die sie angeboten haben, mir einfach ergattert. Und das war dabei für irgendwie 3, 4 € und ich dachte, hey, warum nicht? Wer weiß, das könnte möglicherweise toll sein. Name Heritage heißt Erbe, also
So, World Heritage Site, also unser Weltkulturerbe. Und ja, dachte ich mir, warum nicht? Ja, es riecht echt total nach Jack Daniels her. Ja. Die unterscheiden sich kaum. Also von daher, vielleicht hat irgendjemand mal ein paar Flaschen oder ein paar Fässern hier von Jack Daniels denn übernehmen können. Es gab auch Lawrenceburg. Ich krieg gerade jetzt hier von Masters of Malt, MOS, genau. Masters of Scotland heißt das. Und da steht Lawrenceburg oder Lynchburg da drauf. Und das ist auch Jack Daniels Zeug manchmal. Und gibt es die Möglichkeit manchmal, was denn da zu ergattern? Dann füllt man das selbst ab, unabhängige Abfüller. Und dann hat man das und kann man natürlich nicht hier 14 € nehmen, sondern hier 60 €, was Irrsinn ist. Okay, probieren wir mal. Schmeckt nicht nach der Jack Daniels. Mann, ist das ein ganz, ganz, ganz hohen Maisanteil. Nee. mein Feind, der Mellowcorn, lasse ich hier raus, also hier draußen. Ja, vielleicht wäre das eher damit zu vergleichen. Interessant, in der Nase habe ich davon nichts, aber im Mund. Ja, sofort, dieser Mais ist dann da. Es ist nicht süß. Es ist eher für mich ein bitteres Geschmack. Ich mache gerne Mais-Sirup, aber ich mache nicht dieses Mais-Whisky. Zumindest nicht aus Staaten nicht. Nur zum Vergleich hier mache ich hier ein kleines bisschen von meinem Jack Daniels im Mund. Das ist Jack Daniels. Mit ein paar Umdrehungen mehr. Auch am Ende süß, mellow, weich. Nicht ganz mein Ding, aber halt eben JD. Ja? Ihr merkt, in diesem Video hier ist ein Jason experimentiert. Wonach ähnelt sich diese Heritage American Whiskey? Und deshalb werde ich mir tatsächlich noch einen Hauch von meinem Nemesis, mein Mellowcorn hier einschenken und einfach auch damit was vergleichen. Denn ich sage immer wieder, hey, das schmeckt ähnlich wie hier mein Mellowcorn, was ich schon seit Monaten nicht mehr im Mund hatte. Riecht anders. Das riecht genau wie ich Mellowcorn noch im Gedächtnis hatte hier vom Heaven Hill. Das war Heaven Hill, nicht wahr? Genau, Heaven Hill. Und das ist hier Tennessee. Das riecht echt nach Jack Daniels. Das verwirrt mich. Denn ich möchte gerne den Jack Daniels gleich schmecken und das schmeckt eher anders. Das ist trügerisch, ist das. Es betrug fast. Naja, gut. Mellowcorn, 50%, bottled and bond. Ja, diesen Maisgeschmack ist da. Also dieses, ich glaube, ich habe für ein paar Videos, ist es denn her schon erklärt, es ist dieses Mais-Futtermais für die Schweine. Ich habe einmal tatsächlich daran gekaut, ich habe einmal probiert, ich habe ein Mais, auf Englisch heißt es Kernel, also der Einzelmaiskorn. Nee, der einzige Mais hier rausgenommen im Mund, also es war schon getrocknet auf dem Feld und gekaut und es war echt zäh und maishaltig und irgendwie, nee, und das ist so, wie das hier schmeckt. Also wiederum, nee. Hier haben wir mein Heritage American Whiskey. Nur 40% Alkohol. Und dennoch, wenn ich die beiden zusammenmischen würde, Jack Daniels zur Hälfte mit dem Mellow Corn, würde ich im Grunde, ach, ich mache das tatsächlich, würde ich diese Heritage American Whiskey
im Grunde bekommen. Denn das ist das, wonach ich hier schmecke. Also an der Nase immer noch gut. Zu viel Mais. Und jetzt habe ich meine Mischung. Ich habe Jack Daniels 150 zusammen mit dem Mellow Corn zusammengemixt. Und ich glaube, ich komme ungefähr dann auf dieses Heritage American Whiskey. Jason, the Master Blender. Echt ziemlich krass gut dabei. Also, vielleicht eher zwei Drittel hier Jack Daniels, ein Drittel dann Mellow Corn. Aber ich komme den sehr, sehr, sehr dicht an diesen Geschmack dran damit. So, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Jason hat entdeckt, was ein Heritage American Whisky ist. Die nehmen einen sehr hohen Anteil hiervon. Die lassen es praktisch durch diesen Jefferson County Verfahren dann durchlaufen, durch den Ahorn, damit es süßer wird. Aber dennoch, an der Nase ist es echt nett, im Mund nicht mein Ding. Da ist zu viel Maisanteil da drin. Auch wenn normale Bourbon 51 hat, reden wir hier von so 100% Mais. Und wir reden von hier laut Holländer 99% Mais. Und das ist absolut nicht mein Ding. So, ich bin heute einfach fies und ich sage einfach mal 4 plus, von wegen jetzt hier, wie es geschmeckt hat. Vielleicht hätte ich nett sein sollen und 3 minus, aber ich sage immer noch 4 plus. Und Preis-Leistungs-Verhältnis für über 60 Euro, Leute. Auch wenn dieses Flasche irgendwie cool aussieht, nach diesem Fass. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Leute das gekauft haben, weil einfach das aus etwas aussah, um das zu verschenken. Wenn du eine coole Flasche haben willst, kauf den Blanton's Gold. Auch 60 Euro schmeckt 400 Mal besser als das Zeug, denn in Heritage. So, Preis-Leistungs 5 minus. Also, no go. So, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners, Jason hier, falls du den Heritage American Whisky findest. Tschüss.